B2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt das gleichschenklige Trapez ABCD mit AB parallel zu CD. Es gilt, AB sind 10 cm, AD sind 6,5 cm und der Abstand von AB zu CD sind 6 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1. Zeichnen Sie das Trapez ABCD mit den Diagonalen AC und BD. In der ersten Aufgabe soll also dann gezeichnet werden. Wir suchen uns eine Strecke, die bekannt ist und auch schön in der Zeichnung liegt, zum Beispiel die Strecke AB mit 10 cm. Das ist nicht schön. So, des Weiteren wissen wir, die Strecke CD liegt 6 cm von der Strecke AB entfernt. Also können wir eine Parallele zeichnen zur Strecke AB, die eben 6 cm entfernt liegt. Dazu zeichne ich mir jetzt eine Hilfslinie ein und kann jetzt hier eine entsprechende Parallele zeichnen. So, weiter weiß ich, die Strecke AD soll 6,5 cm lang sein. Wenn ich jetzt einen Kreis um A zeichne mit dem Radius 6,5 cm, erhalte ich dann meinen Schnittpunkt D. Auf meinem PC kann ich jetzt nur schlecht einen Zirkel ansetzen. Deswegen messe ich das jetzt mit dem Geodreieck ab, lege es so hin, ja, nochmal etwas schöner, dass eben diese Strecke dann eine Länge von 6,5 cm hat. So, auf der anderen Seite von B aus mache ich genau das gleiche, weil ich habe ein gleichschenkliges Trapez. Das heißt, es ist achsensymmetrisch, demnach sieht es links genau gleich aus wie rechts und demnach ist auch die Strecke BC ebenfalls 6,5 cm lang. So, die rausstehenden Enden kann man jetzt nochmal wegmachen. Und dann halte ich so ein Trapez. Die Hilfslinien kann man dann, muss man nicht wegmachen, kann man auch stehen lassen. So, jetzt brauche ich noch die Diagonalen. Das wäre einerseits die Diagonale BD und dann noch die Diagonale CAC. Und damit wäre die erste Aufgabe erledigt.